Eine würdige Musik für den Meister des Rollercoaster Tycoon 3 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wir werden heute selbstverständlich das Level genauso dominieren wie die letzten vier, und zwar in Zoorettung. Dieser Zoo wurde in krimineller Weise vernachlässigt und liegt jetzt in den letzten Zügen. Hier fehlen eine neue Richtung, eine bessere Umgebung für die Tiere und viel mehr Unterhaltung für die Besucher. Kurz gesagt, der Zoo muss profimäßig aufgemöbelt werden, dafür bin ich da. Im Stil eines echten Rollercoaster Tycoons, selbstverständlich, und wir gehen direkt rein, und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir wieder nur eine Folge benötigen werden, damit wir dieses Level schaffen. Ich werde natürlich sorgfältig spielen, aber wir gucken mal, wie einfach das sein wird. So, auf jeden Fall haben wir hier eine Parkbewertung von 400, Durchschnittsgesundheit von Tieren 50%, Dungmenge. Oha, das heißt nicht Kot, das heißt Dungmenge. Okay, alles klar. Dann haben wir Dungmenge. Okay, das wird doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Ich habe den Mund zu voll genommen. VIP Major Smith. Möchte 5 Besuchergalerien besuchen. So, wir haben aktuell 1, 2, 3. Zählt das als eine? Warte mal, zählt das als eine? Okay, sagen wir 3, 4. Obwohl, warte mal, das könnten noch 2 sein, dann sind das 5. Also der kann ja einmal hier rausgehen und hier hin, oder sehe ich das falsch? Nein. So, wir haben $7.000 und Parkbewertung. Ja gut, wir werden jetzt erstmal richtig hier investieren. In Mitarbeiter selbstverständlich. Wir brauchen Kehrmeister ohne Ende. Die setzen wir jetzt alle punktuell mal hier überall hin, damit die sauber machen. Dann brauchen wir hier noch einen, würde ich sagen. Und eventuell einen, der von hier hinten aufräumt. Und dann nochmal einen von hier. Dann brauchen wir Mechaniker. Ich würde sagen 3. Ich glaube, 3 ist eine gute Anzahl. Aber die Frage ist wirklich, zählt das jetzt als 1 oder 2? Weil Besuchergalerien sind das ja 2. Aber, oh, das siehst du nicht. Sind ja 2. Aber es ist ein Gehege. Oh, ist jetzt wieder so schwierig, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall Tierpfleger. Wir brauchen jede Menge Tierpfleger. So, 1, 2, 3 und letzte Zahl ist 4. So, und dann geht es jetzt los und wir machen jetzt hier mal ein bisschen sauber und werden ein bisschen reparieren. Ein bisschen hier aufmöbeln alles und wir gucken mal, was wir an Attraktionen haben. Selbstverständlich haben wir alles freigeschaltet, selbstverständlich natürlich. Wir haben das hier. Das würde ich dann direkt einmal platzieren, damit ein bisschen Geld in die Kasse reinkommt. Weil diesmal sind die Ziele ja ein bisschen anders als sonst. Oder setzen wir das hier hin? Ja, genau. Hier setzen wir das hin. Guck mal, hier den Eingang schön und den Ausgang dort. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf $4. Richtig. Und dann machen wir hier auf Öffnen. Gehege von Nashorn ist zu klein. Gehege. Dungmenge. Reduzieren auf 5. Okay, machen wir. Machen wir. Gar kein Problem. So, was war? Gehege zu klein. Okay. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ne, warte. Wir müssen ja erstmal... Ah, die stressen mich hier schon richtig. So, wir werden jetzt erstmal hier... Ist das das? Nein. Ist es vielleicht das hier? Ja, genau. Und dann werde ich hier erstmal den Eingang platzieren. Würde ich sagen, machen wir einmal so. Fertig. So, dann kommt nämlich noch ein bisschen mehr Geld in die Kasse. Jetzt haben die gesagt, hör mal... Das Nashorn, das Gehege ist zu klein. Warte mal, was steht da? Nashorn bekommt großen Hunger. Sorge dafür, dass ein Tierpfleger... Glückwunsch, Herausforderung, höherer Bekanntheitsgrad. Sehr schön. Warte mal, ich mache jetzt mal ganz kurz hier ein größeres Gehege hin. Kann ich die irgendwie auswechseln? Nee, ne? Okay, das wäre dieses hier. Das wäre das. Muss hier Holz hin? Verstehe ich das richtig? Ich mache einfach mal so, ja? Dann werden wir natürlich hier einmal alles wegmachen. Oh ne, warte. Ich war ein bisschen übereifrig. So. Ja, okay. Der macht direkt das Gehege mit weg. Sensationell. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Gut, dann machen wir ein neues Gehege dorthin. Warte, dann sehen wir das einmal hier hin, genau. So. Et voilà, ist es größer. Sag mal, das Gehege von dem Zebra ist aber auch nicht so pralle, oder? Sehe ich das falsch? Ist das zu klein? Das hat ja noch nicht mal ein Häuschen. Warte. So. Dann machen wir einmal ganz kurz hier
alles ein bisschen weg. Warte mal, ich wollte eigentlich hier klicken. So, 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 genau. Und das hier auch noch weg. Ist ja komplett vernachlässigt hier alles. Ich habe nur ein bisschen leiser gemacht. Ich kann jetzt mit meinem Mischpult hier alles leiser und lauter reden. Cool, ne? Oh, wir sind schon fertig. Okay, Nashorn ist zu klein. Okay. Sie wollen große Geldmenge. Sehr schön. Dungmenge reduzieren. Ja, das ist ja gar kein Problem. Durchschnittsgeschwindigkeit von Tieren auf 70%. Okay. Nashorn ist zu klein. Was ist denn hier los? Sorge dafür, dass ein Tierpfleger... Ja, habe ich hier... Ich habe doch hier einen Tierpfleger drin, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? So. Dann wollte ich hier das Gehege noch ein bisschen größer machen, warum auch immer. Okay, da kommt ein Hubschrauber. Warum kommt hier ein Hubschrauber? Warum wird meine Kiste abgeholt, Freunde? Ich habe eine Frage. Warum wird meine Kiste abgeholt? Warte, ich brauche für Zebra. Zebra, wo habe ich denn hier Zebra? Zebra? Wahrscheinlich hier, ne? Ah, ja, das ist natürlich sehr zu viel zu klein. Okay, ich verstehe. Tierschutzverein beschlagnahmt Nashorn. Wegen extremer Vernachlässigung. Ja, okay. Aber warum? Ich bin doch jetzt gerade hier dran am Hantieren. Verstehe ich nicht. Warte, genau. Drehen wir einmal. So, in einem Gehege ist ein Zaun gebrochen. Ihre Tiere können fliehen. Moment. Schadhaft Gehege wurde repariert. Junge, warte doch mal. Chill doch mal ein bisschen hier. Also das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, ne? Zu schnell. Also, könnt ja mal ein bisschen ruhiger hier sein. Warum kann sie hier nicht auffüllen, essen? Das verstehe ich nicht ganz. Warum kann das Essen hier nicht aufgefüllt werden? Muss ich das wegmachen? Warte mal, ich mache das mal ganz kurz weg. So, genau. Und dann stellen wir ein neues hier hin. Wir kaufen ein neues, ein größeres, ein besseres, ein tolleres. Nashorn. So, dann müssen wir hier klicken. Genau, Nashorn. Und dann gucken wir mal. Hier könnten wir das hinsetzen. Ach, das konnte man, glaube ich, gar nicht hier hinsetzen. Kann das sein? Das stand da irgendwie falsch, wenn ich das richtig habe. So, pass auf. Das setzen wir nämlich hier hin. Ja. Nein, ich will nicht zurück. Weiter. Okay. Jetzt haben wir das Nashorn, beziehungsweise... Oder das Nashorn... Was macht das Nashorn hier? Das macht ja alles kaputt. Weil das Nashorn einen falschen Zaun hat. Hundertprozentig. Nashorn. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Nashorn, Elektrozaun, ja. Hm. Okay, wie machen wir das jetzt? Das ist natürlich doof, ne? Pass auf, dann machen wir hier ein neues hin. So, machen wir hier ein schön großes hin. Dann würde ich sagen, machen wir das hier. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen irgendwie. Tatsächlich. Ich konnte mir es nicht vorstellen, dass das gepasst hätte. Okay, dann brauchen wir hier, genau, Nashorn. Wo hatten wir das? Hier. So, genau. Dann brauchen wir einen Tierpfleger hier. Ich kaufe mal ganz kurz einen. Tierpfleger hier. Jupp. So. Dann würden wir das Nashorn... Kann man das verlegen? Ja, kann man. Sehr schön. So, was warst du denn jetzt für ein Nashorn? Nur mal so gefragt. Moment. Du warst ein Nashorn? Männchen? Weibchen? Warte, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Tierinformation. Weißes Nashorn, Lebensgewicht, Überflüssigkeit. Kannst du mir nicht einfach sagen... Achso, ja, jetzt weiß ich, was es ist. Es ist ein Ceratium simum, ne? Kenn ich, natürlich. Tragzeit, 16 Monate. Bist wahrscheinlich weiblich, ne? Ich gehe mal ganz schwer davon aus. Okay, Nathalie, ja, würde ich sagen. So, pass auf, dann würde ich hier nämlich noch ein männliches reinsetzen. Papp. Und eine Besuchergalerie hier hinzufügen. Selbstverständlich. Besuchergalerie, große. Machen wir hier hin. Schön. Haben die jetzt gekuschelt oder haben die sich gestritten? Oh Mann. So.
Wir brauchen hier einen Weg hin und genau, wir machen hier auch noch einen Weg hin. So, machen wir auf 1,50, würde ich sagen, ne? Muss ja auch ein bisschen Geld hier in die Kassen kommen. Ich glaube, die anderen sind alle auf 1 Dollar, aber das machen wir auf 1,50, weil das ja ein neues Gehege ist. So, wieso sind hier... Ja. Weißt du Bescheid? Weil? Was habe ich da jetzt richtig gemacht? Ich meine, natürlich habe ich hier alles richtig gemacht. So, pass auf. Du gehst jetzt zu dieser Besuchergalerie. Dann gehst du zu dieser Besuchergalerie. 3, 2, 3, 4 und 5. Ich gehe jetzt einfach auf Nummer sicher. Was packen wir hier rein? Warte mal, wir können ja noch ein paar Tiere kaufen, ne? Maschendrahtzaun, Holzzaun, Pferd. Sollen wir Pferd hier hinsetzen? Weil ein anderes geht hier nicht. Maschendrahtzaun. Ja, machen wir Pferde, oder? Weil wir Pferde da auch noch nicht haben, stimmt. Hm. Okay, was packen wir jetzt hier rein? Nichts. Pass auf, ich habe nämlich gerade eine Idee. Wir werden jetzt einmal das hier... Okay, haben wir weg. Okay, wie kriege ich die jetzt da weg? Galerie 3 löschen, ja, perfekt. So, dann machen wir noch das hier. Kann ich nicht, weil ich muss jetzt hier... Ein bisschen kompliziert. Ich hätte gedacht, man kann das upgraden, aber geht ja anscheinend nicht. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sagen wir nämlich hier, neuen Zaun, bam. Machen wir hier hin, so. Und wir müssen einmal ganz kurz Terraforming anwenden, weil wir haben da so ein kleines Schlagloch. Und wenn die dann darüber fallen, ist natürlich doof. Wir machen hier, so, fertig. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt eine Besuchergalerie, müssen wir hier noch hinzufügen. Die Besuchergalerie, würde ich sagen, machen wir eine große, oder? Ja, machen wir eine große hier hin, ne? Ich glaube, nee, klein, mittel, ja. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, genau, der hat jetzt eine rausgenommen. Moment, ich muss das hier wegklicken und sag dann, Moment, wie mache ich hier alle weg? So, alle weg erstmal. Jetzt sagen wir müssen ja ein bisschen strukturiert vorgehen, ne? Jetzt sagen wir dem VIP hier hin. Als nächstes soll es dann hier hin. Dann sollst du hier hin, ja. Hier hin und hier hin. Voila. So, jetzt brauchen wir aber noch Tiere. Wir brauchen noch mindestens 2 Tiere da in dem Gehege. Oh, Maschendrahtzaun, Leopard. Komm, wir kaufen Leopard. 1, 2. Dann brauchen wir noch ein Häuschen für die Leoparden. Da würde ich sagen, nehmen, ich glaube das hier, ne? Wahrscheinlich, ja. Bam. So, perfekt. Oh, warte, ich habe ja noch was vergessen. Die Besuchergalerie hier muss ja erstmal teurer gemacht werden. Und dann wird die noch eröffnet. Ja. Hätte ich beinahe vergessen. So, wir brauchen eine Parkbewertung von 800. Wir haben 717. Ist okay. Durchschnittsgesundheits von Tieren. Ja, da sind wir noch dran. So, es kann gerne weiterlaufen. Wir brauchen aber jetzt erstmal eine große Attraktion. Ich würde sagen, eine Achterbahn brauchen wir. Damit wir bessere Bewertungen kriegen. Ich würde sagen, die Holzachterbahn. Wir haben 13.000. Ne, dann kaufen wir die eine da für 5.000 oder so. 5.000, ja. Dann kaufen wir die nämlich. Und setzen die schön hier hin. Ja, guck mal, da fährst du schön in das Gehege rein. Oh, ja. Oh, das ist cool. Okay, haben wir. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch einen Weg. Dieser Weg, den machen wir jetzt erstmal so, dann so. Dann machen wir hier, hier ist schon Cut drin, gut. Dann brauche ich da nichts kaputt machen, sehr gut. Und den Eingang machen wir dann ja, ein bisschen länger, ne? Tierverlegerin hört auf. Ne, die soll nicht aufhören, warte mal kurz, warte noch kurz. Überlege ich noch mal ganz kurz. Preis noch hier einstellen, genau, auf 5 Dollar würde ich sagen.
Moment, $5 und eröffnen. So, dann gucken wir mal ganz kurz unsere Mitarbeiter nach. Mechaniker. Okay, wieder alles gut. Tierpflegerin. Ja, wieder alles gut, sehr gut. Dann haben wir hier noch Tierpflegerin Nummer 4. Hat aufgehört. Mist. Ich weiß natürlich nicht, die Tierpflegerin, welchen Gehege die war. Das ist jetzt ein bisschen doof. Von Pferd ist zu klein. Ah ja, okay, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Wir machen hier aber dann erstmal ein neues Gehege drumherum. Ich würde sagen... So, guck mal, ein schön großes Gehege. Und die Gorillas kriegen auch ein neues Gehege, größeres. So, ne? Guck mal, die fühlen sich direkt wohl. Parkbewertung ist bei 761, das ist ja sehr schön. Da, Tierwohl ist da, ne? Tierwohl ist schon da. Parkbewertung, 3 Monate halten, oh, das wird schwer. Das ist nicht ohne. Was haben wir denn da? Wir brauchen ein bisschen mehr Attraktionen, glaube ich. Bisschen. Warum gehen die da raus? Warum gehen die hier raus? Ich will nochmal. Kleines Biest hat mir gefallen. Warum gehen die hier alle raus? Lol. Was habe ich denn da gemacht? Oh Mann. Warte. Oh Mann, was habe ich denn hier gemacht? Okay, das war ein bisschen doof. Bisschen viel doof. So. Ja, warte doch mal, chill mal. Ich muss mal ganz kurz hier alles unterbrechen. Stopp, halt, danke. So, jetzt müssen wir hier einen Eingang machen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nur bis hier und dann so. So, jetzt können wir rein. In einer Woche kommt VIP. Ja. Wie sieht es denn aktuell aus? Eigentlich ganz gut, oder? Irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Wir brauchen eine höhere Parkbewertung. 764 haben wir. 764. Das könnte noch schwer werden. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir brauchen, ich würde sagen, noch eine Achterbahn. Achterbahn kann man nie genug haben. Wir haben ja diese, wie heißt die nochmal? Da ist sie. Die ist relativ günstig. 2600 nehmen wir. Na, dann setzen wir die schön hier hin. Oder so. Nee, ist auch doof. Ja, hier könnten wir die hinsetzen, ne? Ja, komm, setzen wir die hier hin. Tierpflegerin denkt darüber nach, aufzuhören. Warum? Warte mal, wieso? Was ist denn mit meinen Leuten los? Wieso sind die denn alle so... So, warte mal hier. Ja. Warum haben die alle schlechte Laune? Vor allem, hier habe ich schon eine Fortbildung gegönnt, ne? Wollte ich nur mal kurz anmerken. Das war jetzt die zweite und die letzte, Fräulein. Weiter wirst du dich nicht bilden. So. Nächste. Alter Verwalter, warum sind die denn alle so unzufrieden? Kann mir das mal einer erklären? Hallo? Noch ein? Ja. Warum sind die alle so... Verstehe ich nicht. Sonst waren die immer total motiviert, bei mir zu arbeiten. Jetzt auf einmal nicht mehr. Warum? Okay, wir setzen die hier unten hin. Ja, passt. So, dann ziehen wir den nämlich hier hoch. Und den Eingang... du solltest eigentlich... okay. So, machen wir das halt so. Nee, guck mal, der connectet nicht. So vielleicht? Auch nicht. Okay, der connectet nicht. Das ist aber doof. Okay, weiter. Jetzt hat er connected. Sehr gut. Preis machen wir natürlich hier auch auf... Machen wir auch auf $5. So. Habe ich auch diese richtige Seite angeschossen? Ja. Okay, $5.
ist eröffnet. Oder beziehungsweise jetzt eröffnet. So. Dann brauchen wir noch eine Attraktion. Was für eine Attraktion setzen wir hier hin? Ich würde sagen, oh ja, doppeltes Riesenrad. Passt auch noch hier hin, ne? Das ist sehr schön. Da machen wir nämlich hier den Eingang, da den Ausgang. Und das Ganze machen wir auf 3 Dollar. Und eröffnen das. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Hier kam man drunter gefahren, da habe ich mich aber gerade richtig erschrocken. So. Okay, und den Eingang machen wir dann so. Was steht da? Notabschaltung. Sieht komisch aus, sieht hässlich aus. Was hat denn jetzt gegen unsere Nashörner? Was ist denn mit dem falsch? 839er Parkbewertung. Sensationell. Okay, aber wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden. Wir werden natürlich weiterbauen. Freefall Tower. Selbstverständlich braucht man... Oh, guck mal, der passt doch da perfekt hin. Der passt hier aber sowas von gut hin. Machen wir auf die Höhe, würde ich sagen. So, Preis ist das Ganze 3 Dollar mäßig. Warum eröffnest du nicht? Warum eröffnest du nicht? Ah, weil ich keinen Eingang habe. Keinen Eingang, keinen Ausgang. Kann sein, ne? Gucken wir mal. Eingang, Ausgang. So. Dann machen wir jetzt mal einen Test. Okay, wir können ein bisschen schneller abgeschossen werden. Ich hatte gedacht, man wird hochgezogen. Ich habe gedacht, man wird da hochgezogen. Oh, das war knapp. 100? Okay, wir müssen ja noch ein bisschen Spielraum nach oben lassen, ne? Okay, das ist gut. So, dann machen wir nämlich den Eingang schön, den Ausgang erstmal. Ich würde sagen, den Ausgang hier hin. Genau, dann setzen. Okay, der hat dann irgendwie nicht. Warum konnte ich dich jetzt nicht hier hinsetzen? Weil das so muss. Oh, komisch hier. Okay, pass auf, dann. Ja, dann lassen wir das jetzt so laufen. Nee, Quatsch, können wir ja gar nicht. Wir müssen ja hier noch einen Ausgang hinsetzen. Also recht. So, Eingang. Okay, und eröffnen. Und es ist schon wieder sehr viel dreckig hier. Und wo sind meine Kehrmeister? Fegt, 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 fegt. Okay, dann setzen wir hier noch einen Feger hin. Was sind wir denn jetzt aktuell? 859er Wertung. Okay, wir brauchen also nur noch die Parkbewertung. Sehe ich das richtig? Wir haben nur noch eine Parkbewertung. Gorilla ist trächtig. Also fühlen die sich hier wohl. So, eigentlich mal so ein Zeichen dafür. Denkt darüber nach, aufzuhören. Nee, Mann! Ah, stellen wir einen neuen ein. Und dann kannst du... Ja, komm. Dann hörst du es automatisch. Weißt du, dann brauche ich keine Abfindung zahlen. Wenn du jetzt kündigst, ne, brauche ich halt keine Abfindung zahlen. Ist ja auch gut. So, wie sieht's aus? Da fährt keiner mit, weil. Stimmt der Preis. Hat mir gefallen. Hier geht gar nichts. Ja, dann steck doch da ein. Du musst ja nicht. Warum knubbelt sich hier alles so? Leute, Freunde, ihr könnt nach hinten in den Park gehen. Da ist richtig viel. Tolle Sache. Tollen Sachen. Wir brauchen eine Tierpflegerin. Oh ja. So. Gorilla ist trächtig. Nächster. Okay. 866er Bewertung. Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal... was werden wir denn jetzt bauen? Ich bin da jetzt so ein bisschen... Rundbahn. Rundbahn läuft eigentlich immer gut, finde ich. Rundbahn. Ja, das ist es. So, dann setzen wir die Rundbahn nämlich... Oh, guck mal, die passt hier auch genau hin. Eingang, Ausgang. Machen wir direkt auf 4 Dollar. Eröffnen das Ganze. Und wir sind Tycoon, meine Freunde. Verbinden noch kurz den Weg und dann haben wir's. Wir haben es schon wieder geschafft in einer Folge. In einer... Was soll ich sagen? Ne? Bin einfach der Hammer. Was soll ich sagen? Also,
Ich freue mich aufs nächste Level. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.